Herzlich willkommen zum Montagevideo zu unserer Stativplatte. Auf dieser Stativplatte könnt ihr Dartboards und Beleuchtungen drauf montieren und diese dann in einem WinMau Extreme mit einem WinMau Extreme Stativ betreiben. Was ihr dazu alles braucht an Werkzeug, das zeige ich euch hier. Zum einen habt ihr ja von uns dieses ganze Montage zu Behör bekommen. Das sind einmal die drei Innensechskantschrauben, mit der wo ihr das T-Stück befestigen könnt. Dann haben wir hier einmal die Bullschraube und die drei Kreuzschlitzschrauben dazu. Dann haben wir hier die Gummitülle, die hier die Durchführung der Bullschraube, die für die Durchführung gebraucht wird. Und einmal noch eine Stoppmutter und eine Unterlagscheibe. Das Werkzeug, was benötigt wird, ist eine 10er Nuss bzw. 10er Rätsche, 10er Gabelschlüssel etc. und ein 4er Innensechskantschlüssel zum Befestigung dieser Schrauben. Viel Spaß mit diesem Video. Als allererstes beginnen wir mit der Befestigung des Dartboards. Da legen wir jetzt unsere Grundplatte erstmal zur Seite. Ich habe jetzt hier für unser Montagevideo eine WinMau Blade 6. Die meisten Scheiben sind ja WinMau-Scheiben auf dem Dartmarkt. Jetzt haben wir hier die WinMau-Scheiben, haben alle, wir haben unsere Bullschraube mit diesem 4 mm Einsatz vorbereitet. Der passt genau in die WinMau Dartboards. Wenn ihr ein Dartboard eines anderen Herstellers habt, wo dieses Loch nicht vorgebohrt ist, nur angekannt ist oder kurz angezeichnet ist, müsst ihr diesen mit einem 4 mm Bohrer noch 5 mm tief aufbohren. Dann passt euch hier diese Schraube perfekt rein und ihr könnt mit den mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben die Bullschraube direkt am Dartboard befestigen. Nachdem wir die Bullschraube auf dem Dartboard montiert haben, nehmen wir unsere Stativplatte zur Hand und mit der Dämmung nach unten fädeln wir hier in das Gewinde der Bullschraube ein. Jetzt nehmen wir unsere Gummitülle, wo im Lieferumfang dabei ist, und stülpen diese hier in das Loch. Das hilft, wenn ihr hier ein bisschen mit der Platte spielt, dann bringt ihr diese Gummitülle besser über das Gewinde der Schraube. So. Und einmal eine Unterlagscheibe drauf und eine Stoppmutter. Und wir können mit unserer 10er Rätsche das Ganze anziehen. Ganz wichtig beim Anziehen dieser Schraube: die Schraube nur so fest anziehen, dass ihr das Dartboard noch leicht drehen könnt, beziehungsweise mit einer leichten Spannung. Hier stelle ich das Ganze jetzt mal auf und stelle fest, das Ganze ist noch zu locker. Ich lege das Ganze noch mal hin, gebe dem Ganzen wieder 2-3 Umdrehungen und probiere wieder. Ja, ist immer noch zu locker. Und so tasche ich mich da langsam vor, da durch die Stoppmutter habt ihr wenig Gefühl. So, jetzt hat das Dartboard eigentlich eine leichte Spannung. Ihr könnt es schön drehen. Es ist so, dass es sich nicht selber verdreht vom Spielen. So ist die Spannung eigentlich genau richtig. Und ihr könnt jetzt im Uhrzeigersinn dann euer Dartboard drehen. Ganz wichtig ist, dass ihr diese Schraube nicht zu fest anzieht. Wir hatten hier schon Kunden, die haben die Schraube so fest angezogen und haben dann praktisch mit dem Dartboard die Schraube abgerissen, weil du ja hier einen riesen Hebel hast, ein Riesenrad, sage ich jetzt mal, auf diesem Gewinde. Und es soll wirklich nur handfest sein, sodass du das Dartboard mit einer leichten Spannung drehen kannst. Sobald wir das Dartboard montiert haben, können wir die T-Halterung von unserem WinMau Extreme Stativ auf der Rückseite montieren. Dafür verwenden wir die mitgelieferten Innensechskantschrauben und den Schlüssel dazu. So, wir haben unser T-Stück vom Stativ montiert, können das Ganze jetzt rumdrehen. Und wenn ihr noch Beleuchtungssysteme
jetzt aufbauen wollt, dann empfehle ich euch, das am Boden zu machen gleich. Zum Beispiel haben wir ja auf unserer Stativplatte bereits die Löcher für das Winmau Plasma vorgebohrt. Und das könnt ihr dann gleich hier aufschrauben auf der Platte, wenn das Ganze noch am Boden liegt oder auf eurem Tisch, wie bei uns hier. Wir haben die Löcher vorgebohrt für das Winmau Plasmalicht. Und ihr könnt natürlich jetzt auch die neue Skolia Home 2, die Löcher sind identisch wie bei der Plasma, die könnt ihr auch auf eurem Ring, auf dem Stativring befestigen. Und so können wir das Ganze dann ideal auf dem Stativ betreiben. In unserem Fall montieren wir jetzt das Ganze oder stecken wir das Ganze drauf, ohne eine Beleuchtung aufzuschrauben. Und packen hier noch einen Surround mit drüber. Und so kann natürlich diese Stativlösung nicht nur für Skolia-Systeme oder Beleuchtungen, sondern auch als ganz normales Dartboard-Stativ genutzt werden. Oder eben, ihr habt die Möglichkeit, alle möglichen Beleuchtungen. Wir haben, wenn ich den Surround nochmal abnehme, wir haben hier die Löcher vorgebohrt für die Winmau Plasma. Ihr könnt die Skolia Home 2 befestigen. Wir haben Erweiterungsohren für diese Platte, dass ihr auch eure Home vernünftig aufschrauben könnt, beziehungsweise dass die Halter nicht überstehen. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, das Skolia Spark System, auch noch hier sind auch drei Löcher vorgebohrt. Das könnt ihr auch noch auf dem Stativ befestigen. Und auf jeden Fall seid ihr da breit aufgestellt und habt alle Möglichkeiten. Das war's von meiner Seite zum Montagevideo zu unserer Stativplatte. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, schreibt uns dies gerne in die Kommentare, ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail. Wir beantworten diese gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.